Dann mache ich jetzt mal das Ascheland-Kapitel weiter hier, auf normal. Was? So, Ascheland-Kapitel? Nee, stimmt. Also, vierte Kapitel, eiskalte Durchhügel. Das ziehe ich jetzt durch hier. Irgendwie so. Mal gucken, wie schnell ich hier durchkomme. Alles kein Ding. Zack, 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 zapp, zapp, zapp und fertig. Ich meine, ich sehe schon, ich kriege natürlich mehr Schaden als am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen. Und schon denke ich, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht mit den Helden oder so, oder habe die falschen, oder zu viel bei den falschen gegeben oder so. Das dauert ja doch eine ganze Weile jetzt schon. Ach! Und die Mecha-Drill. Okay, das war jetzt unsinnig. Das habe ich jetzt verschwendet. Schade. Habe ich drauf geachtet. Na gut, wir haben fast wieder voll Leben. Hier wird meine Jägerin, die hat nicht mehr so viel Leben. Oh, sie ist gestorben. Nein. Ey, was hätte ich nicht noch 2 Sekunden länger leben können? Scheiße. Gut. Ich werde es einfach hier durchheizen, wenn nichts gut ist. Ich muss unbedingt aufwerden und ich... Ach, na, die Viecher kann man ja auch hier. Basilisken, genau, so hießen die. Basilisken. Basiliske? Ich glaube, die Mehrzahl ist Basiliske. Ne, Einzahl ist Basilisk, Mehrzahl Basiliske? Egal. Weiß nicht so richtig. Das ist gut, das ist gut so. Also er macht hier mehr AOE und der andere macht eigentlich nur den direkten Schaden auf ein Ziel irgendwie. Also sein Burst-Schaden, das ist natürlich blöd dann. Macht er viel fertig jetzt. Das ist halt so ein Quatsch hier. Alles raus hier, zack. Oh. Auch noch hier. Du Englisch, zeig mal, was du kannst. Um sich das jetzt noch einzusammeln, wozu gibt's den Scheiß eigentlich jetzt hier? Gut, auf die Daten gucken. Also, die Magierin macht auf jeden Fall den meisten Schaden. Hat mir jetzt schon über mehrere Tage aufgefallen. Ach, wie süß. Bekannte Gesichter, sag ich mal. Hier. Aber irgendwie nehme ich auch da Sachen auf, die wohl nicht mehr für die Helden reichen. Ja. Also, womit ich den hier ausrüsten kann, das ist irgendwie blöd. Zack, zack. Die Frage ist, war das jetzt unsinnig, dass ich das verwendet habe? Ich hätte mir das vielleicht auch sparen sollen, aber okay. Wir sind gut. Welpe, heißt einfach Welpe. Also wirklich einfallsreich. So ein Damage, ey. Wahnsinn.
Oh, das war irgend so ein Debuff. Und wie? Aber so richtige Buffs oder sowas gibt's auch nicht. Also gibt's ja auch keine Buffleisten und so. Also gibt's wohl auch keine Debuffs. Aber wenn er das jetzt einfach. Ja, brauche ich ja eh nicht. Und fertig. Vielleicht auch, wie viel Schaden die macht. Die Wahnsinn. Ach, jetzt kann ich mal wieder was ausrüsten. Nee, doch nicht. Ich muss die doch irgendwie mal ausrüsten. Jetzt muss ich selber noch mal kurz schauen hier. Da fehlt noch so viel. Die brauchen so viel normales Zeug. Wenn ich das nicht bekomme. Wenn ich das nicht bekomme, dann sieht es scheiße aus. Muss ich mal ganz, so ganz unverhohlen sagen. Jetzt muss ich mal was gucken. Wenn ich das Kapitel zurückgehe, wenn ich hier irgendeinen Boss nochmal machen. Oh, tatsächlich. Ich könnte die Bosse nochmal spielen. Aber nur die Bosse, nicht die Zwischenkämpfe. Gut, ich versuche jetzt einfach so weiterzukommen. Ich hoffe, da kommt noch was Vernünftiges. Obwohl, meine Helden sind alle grün und die können nur grüne Sachen tragen. Sie können nur das tragen, was natürlich hier auch farblich also zu ihrer Farbe passt. Müsste jedenfalls so sein. Okay, XP-Trank. Und den Ring habe ich. Ich hoffe, ich kann gleich ausrüsten. Das wäre schon mal ganz gut. Weil ich habe schon sehr viel höherstufige Sachen. Also hier in einer anderen anderen Seltenheit. Form, Version, wie auch immer. Aber es wäre schon gut, wenn ich das endlich mal verwenden könnte, anlegen könnte und so. Ja, heil dich mal ein bisschen, bringt dir eh nichts. Und das hat richtig Damage gemacht. Also in Kombination, wenn wir natürlich alles gleichzeitig abfeuern. Man hat ja ungefähr eine Sekunde Zeit, also mit einer Sekunde Verzögerung wird das ja alles ausgelöst hier irgendwie. Das ist ja schon cool. Ruhig alles verwenden, danach ist er eh weg. Okay. 22, die müssen wir irgendwie aufsteigen hier. Aha, hier. Endlich. Rage Pit oder Anguish? War es jetzt nur der Ring oder was war das? Ach, er hat einfach den ausgetauscht. Anguish. Leider nichts, das war echt nur dieser Ring. Ich habe 5 Fertigkeitspunkte, die ich vergeben könnte. Wollen wir lieber stehen und gehen bei ihr. So, 4 habe ich noch. Ich wollte auf 21 kommen, ne? Wir haben jetzt alle 21 hier, ja. Am besten wäre es natürlich, wenn man ihrer Stufe entsprechend das hat, aber das wird mir jetzt erstmal nicht möglich sein. Seance des Grauens. Ich wollte eigentlich noch irgendwas gucken, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Also egal. Eigentlich will ich so schnell wie möglich durch hier. Den XP-Trank wollte ich verwenden, das war das. Das war's gewesen. Was ist das denn nochmal eins? Achso, ich habe so ein VIP-Ticket hier wegen Erfahrung und so. Das muss ich auch wegnehmen. Zack.
Sein Spezialeffekt hebe ich mir jetzt auf. Und so will ich ihn einen Mob hier. Oh, jetzt alles hintereinander. Zack, 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 zack. Das ist brutal. Schon wieder hier. Ich glaube, wir kommen so durch. Ja. Ich habe einiges bekommen hier. Ich will auf die Daten gucken. Die macht so brutal Schaden, das ist Wahnsinn. Und der macht am wenigsten Schaden. Der ist wirklich abartig. Wie wenig Schaden der macht. Let us fight together! Alles klar. Mein Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also XP-Trank, das war's, das dauern kann ich mir noch holen. Okay, der ist aufgestiegen. Das Ding nehme ich jetzt auch noch für Anguish. Auch aufgestiegen, gute, gute, gute Sache. Wo waren denn jetzt die Dinger? Okay, die Plünderungssticker brauche ich jetzt nicht. Oder dieses VIP-Ding habe ich schon automatisch verbraucht, das kann sein. Für mehr EP. Dann bin ich echt so durch dann, ja. Was auch so ein bisschen nervig ist, gut, man kann die Musik ausstellen, aber die Musikauswahl ist relativ bescheiden. Es sind nur drei Titel hier insgesamt zur Verfügung im ganzen Spiel. Ich stelle das vor, und in diesen Dungeons hier, wir nennen es auch mal Dungeon, immer dieselbe Musik zu hören. Das war jetzt nicht. Das höre ich mir auch auf. Bam. Der wurde auch zerprügelt, das sieht gut aus. Der verreckt auch gleich. Oh Gott, was ist denn hier alles schon verreckt? Echt jetzt? Oh, ich werde das nicht schaffen. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? What the fuck, echt jetzt? Krass! Na, das ist ja mal interessant. Das ist ja mal interessant. Scheiße. Let us fight together. Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde einfach jetzt Punkte ausgeben und werde dann, echt bis hier die Steine weg sind, will ich jetzt einfach aufwerten. Kaufen. So, 10 Stück haben wir hier. Ja gut, hier mache ich das fast nie. Vielleicht sollte ich den jetzt erstmal mitnehmen. Vielleicht sollte ich wirklich den erstmal mitnehmen.
Ich hab kein Gold mehr. Okay, lass mal gut drehen hier. Okay. Gut, weiter drehen. 6000 Gold habe ich schon mal. So, Multiplikator bei 5, 28,5, okay. Und 6000 Multiplikator einmal. Okay. Geh nur ein Punkt hier. Echt die ganze Kohle verballert schon. Das ist ja Wahnsinn. Mal schön abwechseln hier. Will ich das Glücksrad drehen? Nein, wir lassen den Scheiß etwas mal. Oh, was habe ich denken können? Dreh das Glücksrad einmal, alles klar. So. Ne, Quatsch. Also, ich versuche jetzt durchzukommen. Was war das hier eigentlich? 27 bin ich noch nicht, vorher auch nicht. Ich hab doch letztens irgendwo geplündert hier. Plünderung. Da machen wir mal eben kurz. Da machen wir mal eben kurz mit hier. Plündermaterialien von anderen Spielern. Wie gibt's jetzt keine Plünderung mehr oder was? Bitte plündern. Okay. Ich habe doch letztens geplündert. Wir haben das gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Kann ich jetzt leider auch nicht zeigen. Gut, wird nicht geplündert. Jetzt wollte ich irgendwas anderes machen. Kampagne. So. Und den raus. Nee, ich will den hier reinhaben. Nee. Gut, der ist raus. Nimm ihn rein. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich bin gespannt, ob der Bulli was heilt hier. Er soll ja heilerische Fähigkeiten haben. Wenn ich Pech habe, heilt er sie aber nur sich selbst. Kann ich mir sogar fast vorstellen. Okay, er hat geheilt. Das ist also seine Spezialfähigkeit, der Heal. Okay, es könnte natürlich doch hilfreich sein. Und der Teller hat ziemlich viel geheilt sogar, also relativ viel. So, den Buff da hier mit den Endbots auf. Sein Spezialfähigkeit hier jetzt auch auf. Okay, sieht gut aus. Wir haben doch, wir sind noch gut in Schuss hier. Alles klar, hier haben wir uns ja schon getroffen. Und das muss jetzt richtig knacken. Hat's auch ganz gut reingehauen eigentlich. Heil ich mal? Ne, ich nehme das mal hier. Geh ich Papier auf. Mein Gott, das ist das, der ist heftig. Dabei ist es eine normale Stufe hier. Geht das Drecksvieh endlich weg? Okay, ja, ein Heal macht schon was aus, tatsächlich. Man merkt, man merkt. Also hier ist jedenfalls ist der Heal wichtig. Das
war schon ein bisschen kniffliger hier. Natürlich ist es schwierig, wann nimmt man mal die anderen Helden mit? Ich meine, okay, muss man nicht zwingen, wenn die Gruppe so funktioniert, kann man es ja so lassen, oder? Kistchen ist fertig. Und 5 Plündergutscheine. Also hier für die Kisten. Nochmal 20.000 Gold hier. Ich will jetzt aber nochmal kurz in die Kisten Cookie Cookie machen hier. 5 Scheine habe ich. Okay, erneut kaufen. Gehen. Nochmal. Und jetzt. Und einen habe ich noch. So, gute Sache. Okay. Teamstufe 25. Und wieder irgendeine Quest fertig hier. Zack. Zurück. Weiter geht's mit der Kampagne. Wir sind noch so viele Bosse. Wahnsinn. Der nervt doch. Was ist das denn überhaupt für ein komisches Ding? Ich überlege gerade, weil das ist ja irgendwie alles ziemlich angelehnt am WoW, aber wo kam der WoW vor? Ein knochiger Bogenschütze, ich meine. Okay. Alter, heil doch mal hier. Jetzt könnte ich, aber ich hab schon. Zack, zack, und hier. Nee, das verballere ich jetzt nicht. Das hier ist mir doch auch sicher, sicher. Okay, das sah jetzt richtig heftig aus. Was ist das für ein Schatten da? Was ist das? Okay, nur im Kampf verfügbar, klar, war gerade vorbei. Okay, dann war klar. Stufe nach oben, Offer. Das ist gut übersetzt. Kommen wir so durch? Sechs Punkte habe ich frei. Jetzt habe ich auch so einen Boost. 10 Stück sogar! Jetzt ist er 25. Oh, shit. Okay, jetzt habe ich keine weiteren mehr übrig. Da habe ich so lange drauf gehalten. Das kommt vor. Okay. Schnell noch die Pünktchen vergeben hier. Und den letzten hier. Weiter geht's. Ja, hier sieht man schon, das sind schon blaue Helden, nicht mehr die grünen hier. Blaue Gegner. Was ist das denn hier? Mhm, zur Werkstatt. What the fuck? Jetzt wird's interessant. Das habe ich alles noch nicht gesehen. Hier kann man also so ein bisschen Stärkungszeug zusammen craften.
kann die dann, wahrscheinlich wird das an der Seite angezeigt im Kampf und dann kann man die zwischendurch verwenden. Das ist interessant. Okay, mir fehlen immer noch Sachen. Das waren die, die ich mal gekauft habe. Da hier stimmt, hier sind Blümchen und so. Jetzt wird mir so einiges klar. Aber gut zu wissen. Nee, aufheben. Das ist wichtig. Ich glaube, danach kommt jetzt auch noch wieder ein Bosskampf dann. Müsste eigentlich. Da wurde ich geheilt hier. Macht schon was aus. Wie die einfach zersplittert. Also. Oh, die ist krass. Die ist krass. Oh, schnell heilen. Die war ja heftig. So eine Sau, ey. Die war krass. Das war richtig Damage gerade. Ist so wie letztens, wo der Magier diese. Und halt diese Kristalle runterregnen ließ und dann plötzlich fast alle tot waren hier und ich dachte, was ist das denn? Da war nicht mal ein Boss. Ich wollte gerade sagen, ey, diese Myrmidonen, das sind jetzt auch, ey. Ein bisschen heilen hier. Wie steht der da im AOE oder so? Blätter! Chaos controls everything. Nix da. Huiuiui. So. Was die für brutalen Schaden macht, das ist Wahnsinn. Der macht eigentlich gar keinen Schaden. Dafür ist er jetzt wieder stärker. Das ist verrückt hier eigentlich. Oh, er ist wohl eher partiell Heiler. Oder überwiegend Heiler als Heiler da und nicht als DD. Quietly. No gunfire. Ein schöner Hunter hier. Täglich. Beende 10 Kampagnenkämpfe. Habe ich gemacht. Stufe 26. Expedition gibt's auch noch. Ja, die sorgen schon dafür, dass man hier ständig beschäftigt ist. In die Arena hüpfe ich später nochmal rein. Kampagnen gehen weiter. Jetzt mal den Boss hier noch. Wir bleiben so dabei. Wenn ich das jetzt schon oder hebe ich das auf? Ich glaube, ich hebe es lieber erstmal auf. Ich muss es doch verwenden. Ja, jetzt ist das fast zu spät hier, Kollege. Fast zu spät. Aber ich werde wohl gleich mal einen Boss brauchen. Okay, das war jetzt auch eigentlich voll die Verschwendung. Gucken, was der Boss jetzt hier für einen schönen Namen hat. Flintlock. Flintlock ist Holzhacker. Das sagt mir noch irgendwas.
Oh, was war das? Hörst du den weg, da ist? Okay, weiß nicht, brutal schwer, ging noch. Also auf die Daten gucken. Wahnsinn. Der, wie der keinen Schaden macht hier, ja? Wozu gibt's hier eigentlich? So. Quest. Sehr erfroren, abgeschlossen. Aber ich brauche mehr für meine... brauche mehr Ausrüstung hier. Wie komme ich jetzt an Ausrüstung an? Wahrscheinlich muss ich die Bosse davor nochmal machen und so halt. Ein bisschen sammeln. Muss mal wieder zurückgehen und da nochmal durchquälen dann irgendwie. Naja.